Da geht's. Ich laufe noch die Credits schön zu Ende. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Schönes zu sehen. Ach, die Credits bewegen sich nicht, währenddessen ich nicht. Oh. Egal. Programmer. Da wird so ein Resümee am Spiel abgeben oder sowas. Was? Ein Review? Ja, keine Ahnung. Mache Leute sagen Sachen über das Spiel während der Credits. Warum nicht? Ich fand's ganz nett. Ist ein bisschen kurz. macht Spaß. Zu dritt kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn man da nicht wechseln kann, weil es irgendwie dazugehört zu wechseln. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Ja, genau. Ja, den können wir ja auch spielen. Ja, macht Sinn. Hast du den nicht schon gekauft? Ja. Na also, ich habe ihn auch vorhin übrigens schon installiert. So. Immer diese vielen Menschen, die ein Spiel entwickeln. Das sind ja noch gerade fast wenig. Ich wollte das Witcher 2 spielen. Das hat, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert, wenn nicht sogar länger. Ich war die ganze Zeit da gesessen, hab's mir angeguckt. Gespannt auf den Bildschirm geschaut! Nee, die haben mich verarscht. Da stand am Anfang, da kommt noch ein Trailer, wenn man die Credits zu Ende anguckt. Und nur dann kommt der. Also habe ich eben gewartet. Als ich dann das zweite Mal durchgespielt habe, habe ich die Credits geskippt. Der Trailer kam trotzdem. Wofür habe ich gewartet? Wofür? Um den Trailer zu sehen. Ja, wenn er sowieso kommt, macht das doch gar keinen Sinn. Ich hätte ihn ja auch einfach googeln können. Egal. Dam, dam, da. Die stehen da so lange, man kann sie alle durchlesen. Ja, ist so gut. Und diese ganzen Menschen. Oh, Nvidia! Yay. Habt ihr gesehen, dass da Physics drin war? Ach, man braucht das, damit die Physik funktioniert, oder wie? Bis 2014. Ist da nächstes Jahr eine 15 dran? Ja, steht dann. Ich habe abbrechen gedrückt. Weiß auch immer, das jetzt ausmachen. Ich glaube, die Liste der Mitwirkenden ist das. Ja, geht die jetzt nicht noch weiter? Nein. Die ist zu Ende. War voll sinnvoll. Okay, dann hätten wir vielleicht doch auf Ja drücken sollen. Ne? Mir macht er gar nichts. Ja, weil die Liste nicht mehr weitergeht. Na gut. Ja, dann. Dann. War's das? Kommt die Tastenkombi. Du hast die Verbindung zum Online-Spiel abgebrochen. Du gehst nur zum Hafen mit zurück. Tadam. Ja, so schnell kann's gehen. So, was machst du jetzt? Weiterspielen? Ah, oh, genau. Das war der falsche Knopf. Oh, das war das falsche Spiel. Ich sitze übereinander in der Liste. Wir schauen uns jetzt mit Velvet Assassin. Erstmal das Geld, ich wollte mal
Ich hoffe, die Ingame-Maus sieht man. Wer ja, ich bin, aber nicht. Startlevel. Mein Mist, hier steht die genauen prozentualen Werte nicht. Muss man eben auf Meisterspieler gehen. Hä? Letzten Speicherpunkt ist gar nichts, oder? Unsere Helden, die Stufen. Was ist man denn dann jetzt hier? Oh, das fühlt sich nicht gut an. Ist der Speicherstand jetzt hier? Schnell, spring auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Die Aufnahme ist noch an. Sollte es dann sein. So. Also, die Astralakademie fehlt uns was. Ach so, die insgesamt ist komplett insgesamt auf alles bezogen, oder? Level-Erfahrung insgesamt brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur all diese grünen Erfahrungsdinge. Ja, aber es insgesamt ist ja das Insgesamte im kompletten Spiel. Ach so. Insgesamte Monster-Erfahrung, insgesamte Level-Erfahrung, also die hier. Das sollten wir schaffen. Okay. Beim ersten habe ich 15 von 15. Wir müssen dann Level 5 machen, aber du brauchst noch Level 1. Ja genau, erstmal 1 Astralakademie. So, dann hopp, gehen wir schnell rein. Ja, komm. Passwort? Gar keins. Echt, ich habe 1 eingegeben, mal sehen, was passiert. Warum fragt er dich überhaupt nach einem Passwort? Also da hast du echt keins? Okay, deswegen. Hä? Hat aber funktioniert. Ah, okay. Es so, war einmal zweimal ESC in einem weit entfernten Land irgendwann ein blühendes Königreich. Ich smash grad. Aber Friede würde nur so lang währen, ja, es sollte dann einmal der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, so. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss den letzten Edelstein finden. Das eine, das fehlt, das Schatz, kommt beim Ritter. Boah, weißt du das? Begehrte, weil ich schon geholt habe. Cheater. Ja, du hast zu lange gebraucht, um das Spiel zu laden. Oh, lol. Ich hatte das Spiel öffentlich gemacht, wir haben dritten. Der sanfte Mond lächelte die Dieben an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Jetzt zumindest noch nicht. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Ich habe ihn. Hier war auch einer. Als die zum Dingens berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Ich glaube, das ist ein Achievement jedenfalls. Die Diebin würde bald entdecken, du hast gesagt, dass beim Ritterabteil sie ergriffen hatte.
Liegt es einfach daran, wenn eine dritte Person da ist, dass den Sachen, die er nicht hat? All Experience in Astral Academy. Machte ein Zauberer gerade auf. Bist du dir also sicher, dass es da ist, wo du es gesagt hast, oder? Und die schreckliche, oder uns fehlen verschiedene, aber wie soll das denn gehen? Er war versessen. Warum ist jetzt Schwarzbild? Zu sterben. Frag mich nicht. In meinem Hut, ich muss entkommen. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen vielleicht daran, dass der die noch nicht eingesammelt hat, weil das da oben hat bei mir gefehlt, als ich es vorhin gemacht habe. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Wieso können wir das Dreieck jetzt schon machen? Ja, weil wir immer noch alle Skills haben. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht witzig. Am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen. Oh. Wissen wir das? Nein. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Ich hoffe, du weißt die genaue Position. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Schwarzbild beizutreten. Ich sehe aber immer noch alles. Wir verstanden nicht so richtig, was Untote waren. Da müssen wir gar nicht mal weiterspielen, theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob es am Level auch zählt. Drück ESC. Okay. Du hast das Achievement doch schon, was soll denn da nicht zählen? Okay, gehe ich mal zurück zum Hauptmenü und schau nach, ob es jetzt drin ist. In der Statistik vielleicht nicht. Doch. Oder? Am Rande des Königreiches. Einmal. Ja. Zurück zum Hauptmenü. Einzelspieler. Doch, hier zählt's auch. 15x15. Gut, man muss echt nicht fertig machen. Alles wird instant gespeichert. Wunderbar. Okay. 25 und 25, 25, 25, 25, 25. Das hier, fünfte. Mir fehlt ein Geheimnis. Und 5 Level-Erfahrung. Mhm. Okay. Dann mache ich aber diesmal wieder privat, damit niemand reinkommt. Ja, bitte. 1. Welches Level? 5. Und ein Geheimnis haben wir auch übersehen. Also mal. Das ist eigentlich, wenn ich auf unbeschränkt stelle. Ah, jeder Spieler kann jeden der 3 Charaktere steuern. Ach lol, das ist ja behindert irgendwie. Ich mach mal Schwebemodus für alle an, weil ich wissen, was es ist. Was macht Schweben? Keine Ahnung, deswegen mach ich's an. Ich will's testen. Südland des Drachenfriedhofs. Ob mir irgendwas auffällt. Hä, du bist grad. Was machst du? Du bist Magier und du stehst neben mir. Warum teleportierst du dich durch die Welt? Hast du gerade auch. Hm? Was machst du da? Mach mal irgendeine Plattform und versuch. Okay, und jetzt versuch sie zu heben. Eigentlich kannst du es ja nicht. Aha, siehst du mal. Das haben wir also umgestellt. Ach so, ich kann jetzt also Sachen heben, auf denen du stehst. Macht einfacher. Das heißt, das zählt auch für die, auf denen ich stehe. Nein? Hä? Ich habe auf alle gestellt. Das müsste eigentlich für meine auch zählen. Egal, Pause. Also Ende.